werde sie fertig machen, Tanja. Ich werde sie fix und fertig machen, dass sie sich wünschen werden, mir nie begegnet zu sein. Als das damals mit mir und Karin angefangen hat, kann es sein, dass du gedacht hast, dass dein Alter vielleicht der Grund ist, weshalb wir beide nicht zueinander kommen? Hast du das wirklich gedacht? Wenn Ihnen meine Arbeit nicht gefällt, bitte, Sie können den Vertrag jederzeit kündigen. Ja, das mache ich auch. Mitten in der Nacht hat sie sich davongeschlichen, mit all ihrem Gepäck. Und wenn ich nicht zufällig aufgewacht wäre, Mensch, da hätte ich doch ja nicht gemerkt. Sie. Sie werden seine neue Managerin. Jans Managerin werden? Ich glaube, Sie sind dafür bestens geeignet. Wie kommen Sie denn darauf? Sie studieren Betriebswirtschaft und Sie kennen sich mit Buchhaltung aus. Wie tausend andere auch. Warum gerade ich? Sie sind Jans Schwester. Aber ich kenne mich in der Modebranche überhaupt nicht aus. Kein Problem, ich bringe Ihnen alles bei. Und was verlangen Sie dafür? Nichts. Warum fragen Sie? Weil ich Sie kenne. Ihr Misstrauen beweist, wie gut Sie für diesen Job geeignet sind. Sie lassen sich nicht so leicht was vormachen. Von Ihnen jedenfalls nicht. Susanne, es geht doch jetzt nicht um mich, sondern um Jans Karriere. Alles andere spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Seien Sie nicht so stur. Ihr Bruder braucht Sie. Okay, ich denke drüber nach. Na also, ich wusste, dass Sie ein vernünftiger Mensch sind. Auf jeden Fall so vernünftig, dass ich nicht gleich zusagen werde. Ich habe hier ein paar Insider-Informationen zusammengestellt über die Düsseldorfer Modebranche. Alle wichtigen Adressen mit ein paar ganz persönlichen Anmerkungen von mir. Die können Sie ja schon mal in der Zwischenzeit studieren. Sie sehen, ich spiele mit offenen Karten. Jetzt liegt es bei Ihnen. Guten Tag. Guten Tag. Wir kennen uns noch nicht, Charlie Schneider. Susanne Kopp. Vielleicht wollen Sie das hier mal mit nach Hause nehmen. Es wird Ihre Entscheidung erleichtern. Moment mal, Freundchen. Florian. Was ist? Ich glaube, du hast was vergessen. Nö, ich hab alles. Ich meine nicht deine Schulsachen. Ich meine deine Abmachung mit uns. Du hast zugesagt, dich um deinen Gast zu kümmern, was ja wohl auch eine Selbstverständlichkeit ist. So, hab ich das. Möchtest du lieber Rasen mähen? Soll ich den Alleinunterhalter spielen? Du sollst Ramon nicht wie Luft behandeln, das ist es. So benimmt man sich einfach nicht. Ramon tut doch auch alles, um mit jedem von uns gut auszukommen. Also meinetwegen kann Ramon das ganze Jahr über bei uns bleiben. Meinetwegen nicht. Iris, du weißt, dass das nicht möglich ist. Warum denn nicht? Als Julia hier eingezogen ist und Jan auch da war, da waren wir zu sieben. Darum geht es doch gar nicht. Warum dann? Solange die Schulleitung keinen Schüler für die Waldecks findet, brauchen wir darüber gar nicht zu reden. Und bis die einen gefunden haben, da könnt ihr lange warten. Das werden wir ja sehen. So, jetzt wird gefrühstückt. Das gilt auch für dich, Florian. Warum hast du ihr denn gleich deine kommentierte Adressenliste gegeben? Das kann dir doch egal sein. Ich durfte neulich nicht mal einen Blick reinwerfen und ihr hast du sie förmlich aufgedrängt. Wie kannst du dich bloß mit so jemand vergleichen? Eben. Hat sie dir vielleicht schon mal irgendeinen Gefallen getan? Du könntest mit der Liste sowieso nichts anfangen. Sicherlich mehr als sie. Es ist immer gut, wenn man weiß, was in der Branche so läuft. Alles, was du wissen musst, erfährst du von mir. Außerdem sehe ich das Ganze als Investition in die Zukunft an. Dieses Mädel? Dieses Mädel ist Arno Brandners Tochter. Eben. Und für so jemanden willst du deine Zeit verschwenden. Wenn ich Susanne auf den richtigen Weg bringe, ist allen damit geholfen. Vor allem Jan.
Und vor allem dir, der guten Fee aus dem Penthouse. Genau. Und diesem Ruf möchte ich doch gerecht werden. Oh nein, was hast du denn jetzt schon wieder vor? Nichts Besonderes. Ich gehe nur einen kleinen Umweg, um an ein großes Ziel zu kommen. Was soll das heißen, weg? Sie ist über Nacht aus dem Hotel verschwunden. Und sie hat keine Nachricht hinterlassen? Nein, keine Nachricht, keine Adresse, gar nichts. Oh, und jetzt? Das war's. Für mich ist der Fall erledigt. Ja. Ach ja, hallo. Und? Hast du schon von einer guten Nachricht gehört? Mhm, Henning hat es mir gerade erzählt. Ich möchte bloß wissen, was Clarissa mit Tanja angestellt hat. Das kann uns doch egal sein. Ja, sie hat bestimmt nicht bloß bitte, bitte gesagt. Hoffentlich tut sich Tanja nichts an. Ach, bestimmt nicht. Sie sucht wahrscheinlich gerade einen anderen, dem sie ihr Kind andrehen kann. Vielleicht lässt sie den Test ja doch noch machen. Warum sollte sie? Und was ist, wenn sie ihn machen lässt und dem Kind passiert was? Hallo. Na sag mal, wie siehst du denn aus? Bist du mit deinen Rollerblades gestürzt? Ich doch nicht. Na, was ist denn dann passiert? Ich bin die Treppe runtergefallen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Also was war denn los? Hast du dich geprügelt? Nur eine kleine Auseinandersetzung. Etwa mit Florian? Nein, mit Hauke. Mit Hauke? Was hast du denn mit dem zu tun? Hauke ist ein totales Arschgesicht. Lena. Ist doch wahr. Na, also das ist nun schon gar kein Grund, sich zu prügeln. Also was war nun wirklich los? Hauke wollte Florian bei Dr. Vogel verpfeifen. Wieso das denn? Na, wegen der Sache mit dem Schulcomputer. Was hat er denn davon? Egal. Man verpfeift aber niemanden, schon gar nicht bei den Lehrern. Konntest du ihm das nicht anders klar machen? Muss man sich doch nicht prügeln. Hauke ist doch so verblödet, eine andere Sprache versteht er überhaupt gar nicht. Vielleicht hättest du es mal mit Spanisch versuchen sollen, ne? Schade. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Mhm. Ich habe ein Jobangebot bekommen, das ist alles. Von wem? Du tust ja gerade so, als wäre ich fahnenflüchtig. Ja, genau das ist es. Genau so kommt es mir vor. Verrat am Hause Brandner. Jetzt mach mal einen Punkt. Ich habe das Angebot noch gar nicht angenommen. Na, schlimm genug, dass du überhaupt darüber nachdenkst. Nachdenken hat noch nie geschadet. Vor allem nicht auf Auktion. Außerdem würde ich dann für Jan arbeiten. Mit dem Spruch hat sie dich also geködert. Papa, ich bin kein dummer Fisch, der jeden Köder frisst. Ja, das denken alle, bevor sie auf den Leim gehen. Warum hast du so viel Angst vor ihr? Du tust gerade so, als wäre sie der Teufel. Sie ist der Teufel, Susanne. Ich kann dich nur warnen. Bitte, lass dich nicht mit ihr ein. Wenn man ihr nicht gewachsen ist? Und du denkst, du bist ihr gewachsen, ja? Vielleicht eher als du. Es kommt nämlich darauf an, was man von ihr will. Und bei mir geht's ums Geschäft. Was soll das heißen? Als du dich mit ihr eingelassen hast, da ging's ja wohl um was anderes. Hallo, Clarissa. Henning, ich bestell mir gerade was zu essen. Willst du auch was? Nein, danke. Nicht mal ein bisschen Sushi? Auch kein Sushi, danke. Ist was? Tanja ist tatsächlich verschwunden. Ich war vorhin mit Yang in ihrem Hotelzimmer. Ich hab doch gesagt, du kannst dich auf mich verlassen. Ich frag mich bloß, was du mit ihr gemacht hast. Ich habe ihr nur mal ein paar vernünftige Ratschläge gegeben. Ah ja? Siehst du das hier? Das habe ich wahrscheinlich deinen vernünftigen Ratschlägen zu verdanken. Ist sie auf dich losgegangen? Siehst du mal, wie ordinär sie ist. Verrätst du mir jetzt endlich, was für vernünftige Ratschläge du ihr gegeben hast? Betriebsgeheimnis. Mit Samthandschuhen hast du sie sicher nicht angefasst. Man könnte fast glauben, du hast Mitleid mit diesem Dreckstück. Nein, das ganz bestimmt nicht. Aber hierbei geht's auch noch um ein Kind. Ach, du machst dir Sorgen um den Bastard. Verstehe ich das richtig oder höre ich schlecht? Ich glaube, es hat im Moment keinen Sinn, mit dir darüber zu reden. Wirklich sehr nett, Frau Brandner, dass Sie sich heute extra freigenommen haben. Na, das ist doch selbstverständlich, wenn es um so eine wichtige Sache geht. Naja, ohne diese Schulcomputer-Manipulation wäre alles viel einfacher gelaufen. Wirklich eine Landplage, diese Hacker. Ich dachte, du bist wegen mir gekommen und nicht wegen dieser Computergeschichte. Bin ich auch. Und da doch jetzt feststeht, dass du bald zu uns kommst, habe ich mir... Da steht überhaupt noch nichts fest. Naja, so gut wie jedenfalls. Also ich wollte dich fragen, ob du mir nicht ein bisschen Literatur über Venezuela ausleihen kannst. Literatur? Ja, Bücher, Artikel. Einfach damit wir ein bisschen über die politisch-ökonomische Situation in deiner Heimat sprechen können. Natürlich,
klar. Von mir aus können wir gleich anfangen. Also was die politisch-ökonomische Situation in meiner Heimat angeht... Nein, nein, ich möchte doch erst was drüber lesen. Hast du nicht ein paar Bücher oder Artikel, die du mir ausleihen kannst? Also, im Moment habe ich ein paar Zorro-Comics oben. Zorro? Kennst du den nicht? Ja, natürlich kenne ich Zorro. Ich wundere mich nur, dass ihr den auch so nennt. Wie soll man ihn denn sonst nennen? Nun, Zorro ist doch der Kosename eines gewissen Herrn Zapata aus Mexiko. Zapata war ein Revolutionär des 19. Jahrhunderts. Mhm. Also sollen jetzt die Comics bei uns Herr Zapata, der Rächer der Witwen und Waisen heißen? Oder? Naja, wie dem auch sei, du bist ja hier, um unsere Kultur kennenzulernen. Eisbein und Sauerkraut. Ich meinte jetzt nicht die Esskultur. Vielmehr dachte ich an Kunst und Literatur. Ramon liebt Literatur. Jedenfalls hat mein Vater dir schon einige deutsche Klassiker bereitgelegt. Schiller, Goethe, Wieland, Klopstock. Klopstock? Mein Lieblingsautor. Meiner auch. Ja, das tut mir ja nun sehr leid, Ramon. Wir können dir da leider nicht so viel Kultur bieten. Sind Sie sich ganz sicher? Ja, und auf einer anderen Station vielleicht. Nicht. Ja, gut. Danke. Ja, und? Wieder mit? Nicht aufgeben. Versuch's gleich beim nächsten. Das war schon das Letzte. Wir haben sämtliche Krankenhäuser der Stadt durch. Mist. Hallo. Hi. Na? Na? Gibt's was Neues? Niemand nimmt. Wir haben alle Krankenhäuser der Stadt abtelefoniert, aber Tanja ist nirgends aufgetaucht. Clarus hat mal wieder ganze Arbeit geleistet. Am besten rennst du gleich zu ihr und gratulierst ihr zu dem Erfolg. Was soll das denn jetzt? Ihr wart auch nicht gerade begeistert, dass Tanja hier aufgetaucht ist. Ja, und jetzt ist sie weg, das Problem ist gelöst und ihr jammert. Ja, Quatsch. Wir freuen uns wie zu Weihnachten. Hm? Ich glaube, wir machen uns einfach alle zu viel Gedanken. Also mir persönlich reicht es doch vom letzten Mal, als ich bei ihr war. Die ist wie eine Wilde auf mich los. Du Armer, warum hast du dich denn nicht gewehrt? Weil ich sie nicht mal mehr mit der Kneifzange anfasse. Ach, das war vor ein paar Wochen aber doch ganz anders. Herrgott, nochmal, können wir vielleicht mal über was anderes reden? Das Thema Tanja ist für mich wirklich erledigt, ein für alle Mal. Den Spruch habe ich irgendwann schon mal gehört. Also irgendwie reizt mich der Vorschlag. Ja? Ja, so eine Chance kriegt man nicht alle Tage. Nein. Aber andererseits, ach, ich weiß nicht. Nein? Ja, nein, ja, nein. Kannst du auch noch was anderes sagen? Ja. Und was? Nein. Ach nein. Du bist doof. Ich mach mir Gedanken und du machst blöde Witze. Ich dachte, wir tauschen erst ein paar Belanglosigkeiten aus und legen uns dann zur Ruhe. Stattdessen soll ich mir Gedanken machen zu einem hochkomplizierten Entscheidungsprozess. Ist der Herr Professor überfordert? Dann mache ich dir einen Vorschlag. Wir entscheiden ganz schnell über mein Jobproblem und den Nachtisch nehmen wir im Bett ein. Ich habe keinen vorbereitet. Ich habe ihn dabei. Mein Lieblingsdessert? Zuerst die Arbeit. Na gut. Am besten, wir gehen das Problem systematisch an. Willst du deinem Bruder helfen? Ja. Siehst du in dem Angebot eine Perspektive für die Zukunft? Auf jeden Fall. Willst du einen super interessanten Job machen und viel Geld verdienen? Wer will das nicht? Na also, wo ist das Problem? Du hast die wichtigste Frage vergessen. Willst du ständigen Stress mit deinem Vater, dem Erzfeind deiner Förderin? Willst du ein Leben lang Papi fragen? Oder willst du endlich erwachsen werden? Juli hat angerufen. Wann? Als wir nicht da waren. Sie hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Und? Gute Nachrichten? Sie kommt demnächst zurück. Wann genau? Keine Ahnung, hat sie nicht gesagt. Tja. Dann sind die schönen Zeiten wohl bald vorbei. Naja, wir beide alleine in der Wohnung. Das ist doch ganz angenehm, oder? Ich finde, wir sollten die restliche Zeit noch mal so richtig genießen. Vielleicht hast du recht. Fragt sich bloß, wie ich ihr beibringe, dass ich vielleicht der Vater von Tanjas Kind sein werde. Was ist denn daran so schwer? Du sagst einfach Hallo, Tante Julia, und schon hat sie es kapiert. Bei Julia weiß man nie. Sie ist ab und zu ziemlich empfindlich. Na und? Ich hab's doch auch verkraftet. Du bist ja auch viel stärker als Julia.
Jedenfalls bin ich nicht so ein Feigling wie du. Was soll das denn jetzt heißen? Warum sagst du nicht ehrlich, was los ist? Was soll ich denn ehrlich sagen? Also über meine Reaktion auf Tanjas Baby hast du dir mit Sicherheit nicht so viele Gedanken gemacht wie über die von Julia. Nicole, das stimmt doch überhaupt nicht. Du bist nicht nur feige, du bist auch noch verlogen. Florian, hast du mal einen Moment Zeit, bitte? Schon wieder eine Standpauke? Hast du denn eine verdient? Spielt doch keine Rolle. Na, komm, lass uns mal über Ramon reden. Ach, hört mir doch auf mit eurem Liebling Ramon. Er ist doch ein netter Kerl, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich hoffe, du hast die Einsicht eines Tages auch noch. Ja, auf den Tag könnt ihr lange warten. Du hast vielleicht sogar das ganze Jahr Zeit, dich an ihn zu gewöhnen. Was soll das heißen? Ich hab noch mal mit Papa gesprochen. Und? Er hat im Prinzip nichts dagegen, dass Ramon das ganze Jahr hier bleibt. Er vielleicht nicht, aber die Schulleitung. Wenn Sie für die Waldecks keinen anderen Austauschschüler finden, dann könnt ihr euren lieben Ramon vergessen. Das weiß ich, Florian. Ich wollte dich nur seelisch darauf vorbereiten. Und so wie ich die Lahmärsche von der Schulleitung kenne, werden Sie keinen finden. Kann ich jetzt weitermachen? Nein. Ganz egal, wie lang Ramon hier bleibt. Ich erwarte von dir, dass du dich endlich anständig ihm gegenüber benimmst. Also doch eine Standpauke. Aber das kannst du dir abschminken. Ich behandle diesen Schleimer genauso, wie er es verdient hat. Ramon ist kein Schleimer. Er ist ein netter Kerl, der versucht, sich... Natürlich ist er einer. Und ich habe keine Lust, wegen so einem den... Florian, geht es vielleicht etwas leiser? Ich bin leise. Ich habe nur keine Lust, Ramon in den Arsch zu kriegen. Ach, nur reicht's aber. Darum geht es hier überhaupt nicht. Wir verlangen lediglich, dass ihr normal miteinander auskommt. Ich habe aber keine Lust, mit ihm auszukommen. Du hast es dir doch selber eingebrockt. Du musstest doch den großen Computer hacken. Ja, schon gut. Ich habe mich dafür entschuldigt. Davon haben wir nichts gemacht. Du wirst dich mit Ramon zusammenraufen. Ich muss mich mit überhaupt niemand zusammenraufen. Wenn ihr mich weiter nervt, dann packe ich meine Sachen und ziehe aus. Dann könnt ihr euch so viele Ramons ins Haus stellen, wie ihr wollt. Thomas, bitte. Was ist denn? Spukt dir immer noch Clarissa im Kopf? Und Papa. Es gibt einen bestimmten Grund, warum er so heftig auf Clarissa reagiert hat. Klar, er hasst sie. Nicht nur das. Er hat immer noch ein schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen? Warum? Er hatte vor kurzem eine Affäre mit ihr. Es liegt ihm immer noch im Magen. Das ist doch aber nicht dein Problem. Wie wär's, wenn wir uns wieder um unsere eigene Affäre kümmern? Ich weiß, es ist total bescheuert. Aber ich glaube, ich habe mich auch schon mit Papas Clarissa-Virus infiziert. Der Börsenkrach von New York. Clarissa ist dran schuld. Der Blitz schlägt ein. Clarissa hat ihn gesteuert. Die Preise steigen, sie steckt dahinter. Genauso denkt Papa. Und du lässt dich davon anstecken. Wer ist denn schon diese Clarissa? Gut, sie hat vielleicht Geld und Einfluss. Aber sie wird auch ihre Grenzen haben. Und wenn sie ihre Grenzen noch nicht kennt, dann wirst du ihr sie zeigen. Und wo sind deine Grenzen? Ich habe keine Grenzen. Das werden wir sehen. Hallo, Ramon. Da bist du ja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wo warst du denn? Irgendwo. Muss sagen, was hast du denn? Ach, nur lass mal nicht den Kopf hängen. Ist doch noch gar nichts entschieden. Aber so gut wie. Der Schulleitung ist doch vollkommen egal, ob ich bei euch bleiben kann oder nicht. Oh, komm. Selbst wenn du zu den Waldecks musst, wir sind doch nicht aus der Welt. Kannst du uns doch jederzeit besuchen kommen, hm? Vielleicht ist es besser, die Schule schickt mich zurück nach Hause. Du lass mal die dummen Gedanken. Ja, was soll ich denn machen? Weißt du, irgendwie findet sich für alles eine Lösung. Hm?
lachen, so alte Schlafmütze. Oh. Weißt du, was das hier ist? Was denn? Das ist ein Brief von Fiona. Herzlichen Glückwunsch. Sie kommt bald nach Hause. Guck. Oh, aber doch nicht gleich. Nein, in ein paar Tagen. Oh, kann ich ja noch ein bisschen weiter schlafen. Oh, ich bin so froh. Bin ich endlich nicht mehr so allein. Hm? Ich zähle wohl gar nicht. Ach, wieso? Du scheinst doch keinen großen Wert auf meine Dienste zu legen. Wann? Oh, heute Nacht zum Beispiel. Ach, heute Nacht, ja. Heute Nacht, das war schon ganz nett. Aber sonst bist du mir keine große Stütze, Henning. Naja, hack nur immer alle auf mir rum. Mein armer kleiner Henning. Das ist doch wahr. Immer mache ich alles falsch. Ich kann ja mal mit Fiona reden. Vielleicht kriegt sie dich ja noch hin. Anstandsunterricht von Tante Fiona? Das hat mir gerade noch gefehlt. Hm. Wenn sie mich sucht, ich bin nicht da. Hm. Henning, auf! Und weh, du verrätst mich. Nein, vorher ersticke ich dich lieber. Es tut mir leid, dass ich dich geweckt habe, aber ich wollte das unbedingt... Ach was, Nicole ist bestimmt froh, dass sie das Bett endlich mal für sich alleine hat. Und, was gibt's? Ich muss mit dir was besprechen, was wichtig ist. Wichtige Sachen bespreche ich prinzipiell nur im Bett. Ich lieber in der Küche. Also gut, worum geht's? Also... Ich hab's mir überlegt. Was? Wenn du willst, werde ich dich managen. Was? Du willst dich jetzt doch um meinen Papierkram kümmern? Ja, um deinen Papierkram und um alles andere. Termine, Buchhaltung, Booking, Verträge. Ach, cool. Aber mit einem Dankeschön lasse ich mich nicht abspeisen. Das müssen wir noch richtig aushandeln, ja? Okay. Und wann soll's losgehen? Wenn du willst, sofort. Mensch, du, ich sehe mich schon im Fernsehen. Herr Brandner, wer ist Ihre Managerin? Meine Managerin? Das macht meine Schwester. Ihre Schwester? Na klar. Wer soll sich sonst um all meine Millionen kümmern? Langsam, langsam. Also das mit den Millionen wird noch ein bisschen dauern. Ich bin ja noch neu in der Branche. Ach komm, das lernst du um 0, nichts. Sag mal, wie kommt eigentlich dieser plötzliche Umschwung? Ich bin eben überredet worden. Ach, und von wem? Das errätst du nie. Ja, nun komm, sag schon. Von deiner lieben Rabenmutter. Guten Morgen allerseits. Oh, guten Morgen, Dr. Vogel. Möchten Sie nicht Kaffee haben? Nein, danke. Ich will auch gar nicht lange stören. Aber bitte setzen Sie sich doch wieder, Frau Brandner. Ich dachte nur, ich überbringe die gute Nachricht sofort. Ja, was gibt es denn? Also, ich habe in aller Frühe ein paar Telefonate geführt und mir ist es gelungen, eine Regelung für Ramon zu finden. Was denn für eine Regelung? Ich habe über einen Kollegen eine weitere Austauschschülerin gefunden, die für ein Jahr in Köln bleiben wird. Dieses Mädchen werden wir bei den Waldecks unterbringen, sobald Mary Colley wieder... Bei den Waldecks? Das heißt, dass Ramon bei Ihnen bleiben kann, wenn Sie nichts dagegen haben. Soviel ich weiß nicht. Tja, ich denke, damit sind alle Probleme geklärt. Behalten Sie ruhig Platz, ich finde alleine hinaus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Dr. Vogel. Auf Wiedersehen. Madre mia, Iris. Ich glaube, ich spinne. Arno. Danke. Vielen Dank. Ihr seid die Größten. Das wird euch noch leid tun.